Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es heute um den YouTube-Kanal ApeCrime, den sicherlich die meisten von euch kennen werden. Und ich denke, der ein oder andere hat auch diesen Kanal eines Tages mal ganz gerne geschaut, wie ich es auch getan habe, weil ich früher die Comedy-Videos eigentlich ganz unterhaltsam fand und ich einfach auch ein bisschen jünger war. Aber darum soll es eigentlich gar nicht weiter gehen, denn wie ich schon im Titel geschrieben habe, ist ApeCrime das reinste YouTube-Meme geworden, wo ich mir immer nur an den Kopf greifen kann. Ich denke, viele von euch können sich noch ganz gut daran erinnern, dass ApeCrime damals ihren Kanal angeblich gelöscht haben für die Promo für das neue Musikalbum. Also sie hatten damals die Videos auf privat gestellt und die Profilbilder waren auch alle weg, es war alles schwarz zu sehen. Das heißt, bei Insta, Twitter und YouTube wurden alle Bilder rausgenommen, nur für diese Promo. Dort hatte es dann auch Gerüchte gegeben, dass ja Cengiz eventuell gestorben sei und selbst bei diesen Gerüchten haben sie niemanden aufgeklärt, was ich damals schon extrem minus fand, weil sich viele Fans um sie gesorgt haben. Naja, später wurde dann aber eben bekannt, dass sie ein Album gedroppt haben und das Ganze nur Promo dafür war, was einfach nur dumm war. Und danach hatten sie am 14. Januar 2017 ein Video hochgeladen, wo sie meinten, dass ihnen ihr Content peinlich ist und sie lieber ordentlichen und ernstzunehmenden Content machen wollen. Das bedeutet, sie wollten sich auf die Musik konzentrieren und auf coolere Videos, die man sich auch noch später gut anschauen kann. Sie meinten auch, dass es ihnen peinlich sei mit den Videos, die sie hochgeladen haben. Das Dumme an der ganzen Sache ist aber, dass sie schon ein paar Tage danach genau den gleichen Content weitergemacht haben, der auch noch bis heute andauert. Genau der gleiche Kinderhumor, genau die gleichen unlustigen Pranks und Challenges und allgemein genau das, womit sie aufhören wollten. Und genau das zeichnet auch einen Kanal aus, der es nur auf den Erfolg abgesehen hat. Natürlich will man als YouTuber immer erfolgreich sein, das ist ja natürlich jedem klar. Aber erst zu sagen, dass ihnen der Content peinlich ist und dann direkt weiterzumachen, ist einfach an Dummheit kaum zu überbieten. Man kann mir jetzt auch sagen, was man will, aber ich gehe davon aus, dass ihnen die Videos selber keinen Spaß machen, weil sie sich ja selbst darüber beschwert haben. Und wenn man mit so einer Einstellung schon an die eigenen Videos rangeht, dann verstehe ich nicht, wie man weiterhin so eine Reichweite haben kann. Sie machen mittlerweile genau die gleichen Challenges, Prank-Videos und Musikvideos und ihr Content hat sich in keinster Weise in diesem Jahr geändert. Auf jeden Fall Respekt dafür, dass man so krass paradox sein kann und auf den eigenen Spaß scheißt. Hauptsache es gibt viele Klicks und man kann natürlich mögliche Hype-Videos auf 10 Minuten strecken, um dann 5-mal Werbung zu schalten oder halt 7-mal Werbung in 13 Minuten zu schalten. Finde ich auf jeden Fall ziemlich dreist, ihr drei. Ich meine, früher haben sie wirklich guten Content mit Leidenschaft gemacht. Die Videos waren lustig und es hat ihnen auch selber immer Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin auch schon von Anfang an mit dabei, auch damals von YTiddy gekommen und ich habe das mega krass gefeiert. Aber jetzt machen sie einfach nur noch das, was Klicks bringt und man merkt auch, dass sie selber zu alt für solche Videos sind, die sie jetzt momentan produzieren. Aber ich meine, es war ja klar, dass sie den gleichen Content weiterbringen, wenn der Plan mit der Musikkarriere halt nicht klappt. Dieser Promo-Move war allgemein die dümmste Aktion von denen und das Video von früher war auch das reinste Meme. In der Hinsicht kann ich auch diese YouTuber absolut nicht mehr ernst nehmen, weil sie sich selber widersprechen. Und ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese YouTuber findet und stimmt wie immer gerne in der Infokarte ab, ob ihr sie gut oder schlecht findet. Würde mich wie immer sehr interessieren und in diesem Sinne war es das auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch ein positives Feedback da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Schaut gerne bei meinem Stream-Kanal und bei meinem Twitter-Profil vorbei. Links dazu sind unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.